herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality. Hallo. Hallo. Und der Hans, auch noch da. Bin gut geschlafen? Ja. Sollst du mal dein Gesicht noch waschen? Du hast irgendwie, warte mal, guck mich nochmal an. Da hängt irgendwie noch der Schlafsand in den Augen. Nein. Doch. Ich hab schon kräftig gerieben heute Morgen. Ist das nicht ausreichend? Doch, wenn man hier so guckt, dann sieht es schon so aus. Da hängt unten noch so eine weiße Kante rum. Warte, ich mach's weg. Ja, okay, jetzt ist besser. Aber hättest auch meinen Bart benutzen dürfen. Okay, dann geh ich jetzt ins Bad. Aber das ist doch abgeschlossen. Nein, ist offen. Oder wo ist das? Wo ist das? Ja, dann nimm mal da hinten, da steht ein Wasserkanister. Ja, toll. So. Wie geht's dir? Gut, und dir? Ja, auch ganz gut. Ich bin mal gespannt, was mein Feld macht. Das braucht die Karotten, die brauchen so lange. Mein Hopfen braucht auch sehr lange. Ja. Ich muss mal gucken, wann die theoretisch reif werden könnten in der Hopfen. Ende Sommer. Ende Sommer. Achso. Ja. Hast du irgendwas zu tun? Warte mal, ich guck mal gerade nach dem Wollepreis. Deswegen bin ich ja auch zu dir gekommen, weil ich nichts zu tun habe. Achso. Wolle. Ich glaub, ich 2000 Zinken, ey. Hä? Ich bin ja mit dir gekommen, mit dem Traktor. Ja, stimmt. Mach mal gerade hier ein bisschen sauber. Ups. Schau dir zu. Und trink dabei ein Wasser. Wasser. Ja, wie gesagt, Wasser in der Bierflasche. Eis doch. Es ist ja auch eine einfache Methode. Ja, natürlich, muss ja praktisch sein. So, warte, lass mich nochmal gucken. Was brauchen die theoretisch noch? Ist der Aussammler hier nicht kaputt, wenn du das immer über den Beton machst? Nee, da hat der extra das Stützrad dran. Ah, achso. Ach, ich seh's gerade. Irgendwie check ich's gerade nicht. Was checkst du nicht? Ah, jetzt. Ja, der Aufsammler wollte nicht hochgehen. Oh. Muss man gerade noch ein bisschen... Warte, ich hol mal gerade die Palette ab hier. Hey, die Vogelscheuchen, die nerven mich auch. Vor allem helfen sie auch nicht, die Vögel abzuhalten. Ich bin mal gespannt, ob ich das hinkriege. Passt so? Hä? Passt so, hä? Ja, ein bisschen runter. So? Und die Palettengabel gerade machen. Gerade. Warte, ich steig mal eben aus. Muss nach unten die Palettengabel. Noch mehr? Also nicht da, sondern die Palettengabel gerade stellen. Weiter, 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 weiter. Stopp! Und jetzt vor. Ja, hat ja gut geklappt. Dann nicht so weiter rechts. Das ist so schwer on board. Ich weiß nicht, wie man das Real Life hinkriegt, ey. Ich glaube, Übung, Übung, Übung. So. Das ist schon tricky, ey. Respekt für jeden, der das selber machen muss. Was macht eigentlich deine Dieselproduktion? Die läuft ja noch nicht an, da ich ja noch nicht... Ich habe ja erst Hopfen angepflanzt, dann habe ich diese Produktion gekauft. Ach so. Und dann, wie gesagt, habe ich ja keinen Raps oder Sonnenblumen. Jetzt, ne? Ja, das ist doof. Ja, ich muss auch mal gucken. Ich weiß jetzt nicht, füllt er den hier weiter oder nicht? Ich probiere es mal. Stell ihn mal noch ein bisschen rein. Ja, ist schon ziemlich doof. Bei mir ist auch so, ich komme auch nicht mit den Hackschnitzeln vorwärts. Ja. Oder mit der Pelletproduktion. Kein Stroh da, kein nix da. Diese Herstellung. Ich brauche Hackschnitzel oder. Ja, ich brauche Raps oder Sonnenblumen. Warte mal. Wo war denn das? Hier. Ich glaube, Stroh geht auch. Stroh oder Hackschnitzel, ja toll.
Warte mal, ich guck mal gerade, wer was angepflanzt hat. Vielleicht kann ich da einen Deal machen. Ah, aber ich glaube, das LU wird mir kaum. Wird mir kaum. Ah, der Hafer. Der Harry hat Hafer angepflanzt. Ich glaube, ich muss mal einen Harry kurz anrufen. Mach das. Der ist nicht da. Geht nicht an. Ah. Muss mal gerade bei den Scheifchen noch ein bisschen Wasser nachfüllen. Warte mal, kann die Wiese schon wieder? So, kann man nee, kann noch nicht. 83 geht auch noch nicht, ey. Es ist nichts zu tun. Das ist der Punkt, der nervt mich an. Hier, wie heißt dieses Teil? Seasons. Kann er nicht schon wieder eine Grillparty schmeißen? Vor allem sagt die Wettervorhersage, es soll regnen nachher. Das ist schlecht eigentlich. Jo. Nimmst du eigentlich die Sämaschine zurück? Sämaschine? Die jo. Welche? Die meine hier. Ja. Kann ich zurücknehmen, ja. Was kriege ich denn dafür noch? Müsste nachgucken, muss oder? Muss ich nachgucken. Wenn ich deinen Traktor benutzen darf, dann. Ja, wir können zusammen kurz hochfahren, sonst komme ich ja nicht mehr zurück. Willst du fahren? Ja, klar. Wie geht denn das? V, gell? Steuerung. Shift Y. Okay. Da kann ich vielleicht auch telefonieren, wenn der Harry zurückruft. Ja, mach das. Aber bitte nicht so laut. Pass auf, dass mir nicht... Ausladen? Nee, guck erstmal erst nach einem Wert. Probier's noch mal kurz beim Harry. Jo. Hallo? Hallo, Harry. Ja? Du, was hast denn du angepflanzt? Hafer. Brauchst du, machst du mit Stroh oder ohne Stroh? Stroh. Mit? Hä? Ja. Mit Stroh. Mit Stroh. Brauchst du das alles? Ja, schon das meist. Okay, weil sonst hätte ich dir ein bisschen was abgekauft für die Pelletproduktion. Ah, ja. Und wir müssten auch mal dann verhandeln wegen Paletten. Bräuchte ich wahrscheinlich auch ein paar. Oh, wann haben wir denn mal die Stapeln rein? Ja, die brauchen leider, glaube ich, auch noch, oder? Also, wenn die fertig sind, dann könnte man die häckseln für dich. Ja. Aber je nachdem. Ja, eben. Wie ist denn deine, hast du schon alles weggekauft oder ausgebucht, deine Paletten? Ja, ausgekauft. Na, hat da schon jemand vorbestellt? Ja, der Jürgen. Wie viele denn? Glaube ich, waren das. Ich weiß das jetzt nicht. Okay. Ich bräuchte mal so. 20 Stück, glaube ich. Ja. Okay. Und was denkst du, wie viel kommen da pro Stunde raus? Habe ich gar keine Ahnung. Okay. Der Hans? Der Hans ist verschwunden. Der saß gerade noch neben mir im Traktor. Jetzt war er gerade nicht mehr da. Okay. Och nee. Das war ungeschickt. Warte mal. Eigentlich mit dem Hof vom Sepp gemacht.
Der kann theoretisch gekauft werden. Sorry Leute, ich habe mich verklickt. So. Der Hof kann theoretisch ersteigert werden. Muss mal gerade nach dem Wert gucken. Also der ist ausgeschrieben für... Moment. Warum wird mir da kein Wert angezeigt? Moment. Kann ich dir gleich sagen. Also gekauft wird aber, wenn, dann natürlich nur das Land. Und was drauf verbaut ist, kostet 88.000 plus ein Bauernhaus steht drauf. Und auch das. Die Wiese oder die Kuhweide oben. Die ist nicht inklusive, die müsstest einzeln kaufen. Oder die kannst du einzeln kaufen. Nur die kaufen. Ja, ja. Das geht. Also das Grundstück mit Haus und Silo wäre 90, 180.000. Hast du gehört? Kuhweide, wie viel? Man musste einfach mal im Grundbuch schauen. Kuhweide, die würde... Bei mir steht sie für 57,5. Genau, für den Preis wäre die dann. Ja, eigentlich schon. Ja, dann würde ich die ja gerne kaufen. Da musst du dich an den Jürgen wenden, Grundbuchamt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die schon eine Kuhweide installiert hat oder nicht. Also ob die Weide schon eingezäunt ist. Doch, da bin ich hochgefahren. Da stand schon eine Kuhweide, ja. Ja, Funktionsfähigkeit müsste es testen. So, weißt du, das weiß ich nicht. Okay. Aber kannst du mal mit dem Jürgen verhandeln. Vielleicht, der ist ja, glaube ich, da oben gerade am Gange. Vielleicht schaut er mal drüber. Okay. Jo. Was? Ja, wenn die Pappeln fertig sind, dann melde ich mich nochmal bei dir wegen ein paar Paletten. Ja. Gut, bis dann. Gut, bis dann. Tschüss. Ciao. Was ist denn der Hans jetzt hin? Okay. Hans? Hans? An welchem Eck sitzt denn der jetzt? Ist er auf dem Klo oder was? Ach Gott. Aber dann kann ich gerade mal in seinen Katalog gucken. Weil wir haben Einzelkorn gekauft, das ist unnötig. Abschütteln. Wir könnten uns eine andere Sämaschine kaufen. Hallo Hans. 270. Achso, Moment, ich bin im Falschen. So, und was ist das Ding wert? Das ist momentan 90.000 wert. Okay, das sieht ja gut aus eigentlich. Ja. Mmh. 270 PS. Was kannst du mal gucken, auf was man. Ups. Auf was man. Ne, warte, ich kann im Katalog gucken. Ich konfiguriere mir da mal gerade. Da ist alles beschrieben im Katalog. Ne, ich meine gerade den. Ja, okay, aber 263 PS beim Lamborghini müssten ausreichend für die Condor, für die, ach, wie heißt die denn? Ja, die C9, die Pronto. Ja, ja. Ich weiß schon, was ich meine. Es würde reichen, aber es ist halt ein bisschen grenzwertig. Ja, was kann denn passieren? Es könnte höchstens passieren, dass du irgendwo an einem Berg nicht so schnell vorankommst, beziehungsweise gar nicht.
Das könnte schon durchaus passieren. Okay. Ja, aber. Aber mehr könnte nicht passieren. Okay. Ja, würde ich fast die Pronto kaufen, also die Maestro verkaufen und die Pronto kaufen. Oh, was hast du denn hier stehen? Was ist denn mit der Lemken? Was? Die brauche ich selber. Ach, das ist deine. Das ist meine, ja. Achso, schade. Oder ich habe eine andere Idee. Warte mal. Warte, ich muss noch mal telefonieren, glaube ich. Mach Dann das. sage ich dir Bescheid. Jo, mach das. Ja, ich. Leon. Ja. Ich bring noch kurz die Ladung Wasser hoch und dann hole ich dich ab. Jo. Dann. Guten Tag. Leon Müller hier. Wie kann ich Ihnen helfen? Hallo, Volker Varuna hier. Ich würde gern mal wissen, was Sie veranschlagen würden für meine zwei Felder zum Ansäen. Was würden das kosten mit Direktsaat? Muss ich gerade kurz gucken. Ja. Also beide Felder, die 88 und die Ja. 89 ist das, glaube ich. Ja. Wo habe ich's? Da. Haben Sie Direktsaat mit Düngefunktion? Weiß ich nicht, ich glaube, wir haben nur Direktsaat. Was für eine Maschine haben Sie denn? Müsste ich selbst kurz nachgucken. Okay. Wir haben einmal die wir haben die Vaderstand Rapid A600S und noch die Vaderstand Tempo F8, V8. Die Dann. A600S haben sie. Ja. Keine größere. Ich glaube nicht, nein. Okay, was würde es denn kosten? Also mit der A600. Kommt drauf an, wie lange wir brauchen. Ja. Basispreis pro Stunde. Basispreis pro Stunde sind, also Stundenlohn ist 200 € und Säen dann 2000 €, wenn sich die Preise nicht geändert haben. Pro Stunde. Ja. Okay, gehen wir mal von 2 Stunden aus. Dann wären das 4.400 plus Anfahrt oder ohne Anfahrt? Ohne Anfahrt. 4.4 plus Steuer. Ein Fünftel sind 800, also 5.000. Bisschen Herr mehr. Müller, ist alles gut mit Ihnen? Okay, gut, danke. Jo. Tschüss. Tschüss.